Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Handschelle im Design der Hamburger 8. Und zwar aus Messing, wie es aussieht. Beschriftungen oder Bedruckungen haben wir hier keinerlei. Wenn wir uns die Grundform einmal anschauen, dann haben wir hier natürlich prinzipiell nur vier Teile. Wir haben hier also das Unterteil der Handschelle, welches dann hier diesen runden Korpus ausbildet. Da dran ein kleines Loch mit einem Niet. Und an dem Niet den Oberteil der Handschelle, wo dann hier auch wieder ein runder Korpus ausgebildet ist. Dasselbe haben wir gespiegelt auch auf der anderen Seite, wobei natürlich jede Seite einmal das Oberteil oder das Unterteil entsprechend bedient. Am Unterteil der Handfessel sehen wir hier diesen eingebrachten Bolzen. Und am Oberteil haben wir einfach nur ein Loch. Das Besondere bei dieser Fessel ist, dass man sie zusammenklappen kann. Also typisch wie auch die originale Hamburger 8. Und zusammenklappbar, das ist der Clou bei der Sache, kann man die Handfessel einfach öffnen. Wenn man es auseinandergeklappt hat, ist das Ganze zu. Das liegt daran, wir haben also hier, wir sehen also hier diesen Bolzen, der eingebracht ist, führt natürlich hier weiter, verjüngt sich hier etwas. Und hier haben wir einen Zacken, der gefedert hier drin sitzt. Das Ganze ist hier auch rund gedreht, das sehen wir, das ist ja schon ein bisschen maschinell gemacht. Ist also nicht ganz so alt, das Ding, definitiv irgendwann nach 1900. Und wir sehen auch hier, wie natürlich diese kleinen, feinen Nieten dann die Handschellenbügel entsprechend beherbergen. Wir haben an den Oberteilen, an den beiden, die hier drin sind, wir sehen das, hier diese kleinen Einkerbungen. Und diese Einkerbungen, die sind im zusammengeklappten Zustand natürlich hier direkt an diesem an dem Ding halt, genau, so. Und das Oberteil selbstverständlich auch. Allerdings durch die Drehbewegung ist es so, dass das Oberteil sich natürlich hier entgegendreht und dadurch die Einkerbung natürlich wegwandert. Und so kann man die Handschelle dann verschließen, ohne dass sie geöffnet werden kann, wenn die Hände hier drin stecken, weil dann ist natürlich ein komplettes Zusammenfalten nicht mehr möglich. Das ist also hier zur Grundfunktion dieser Handfessel. Der Schlüssel ist nicht der originale, der ist also hier einfach so ein bisschen nachgemacht und ist einfach hier so ein flacher Schlüssel. Und dieser flache Schlüssel, der macht Folgendes, der fässt also hier in dieses Schlüsselloch. Da passt hier recht gut rein und damit kann man diesen Pin zurückdrücken. Also wir sehen das hier, wie der Schlüssel hier hereinfasst und natürlich dann diesen Pin hier, also die Schlossfalle eigentlich zurückdrückt und damit dann die Handschelle geöffnet werden kann. Ich vermute, dass die Handfessel aus Osteuropa kommt. Land kann ich nicht genau sagen, es ist schwierig. Und auch eine Datierung ist schwierig, vielleicht weiß ja jemand etwas. Ich habe natürlich eine sehr ähnliche, aber da kommen wir mal in einem speziellen Video vergleichsmäßig zusammen und dann gucken wir uns das mal an. Ja, dann messen wir einmal nochmal in beide Richtungen. Wir haben also hier die Öffnung insgesamt 6,5 mal, wir gehen mal hier zur Seite, mal 4,8. 6,5 mal 4,8 und zu guter Letzt auch noch das Gewicht, welches wir uns anschauen. Und das Gewicht liegt bei 327 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.